Es werde Licht. Hallo, ich bin wieder mal für ein Plauderstündchen da und ich habe keinen Plan. Ich habe ja festgestellt, dass es ganz gut ist, wenn man sich einen kleinen Plan zurechtlegt, über was man reden möchte. Und ja, das liegt daran, weil ich mir selber ein bisschen Arbeit aufgehalst habe und das ist wirklich Arbeit geworden, weil es läuft ja nebenbei auch alles andere, was ich vorher auch so gemacht habe. Und dass zum Beispiel der normale Ablauf ist, indem ich viel Essen selber mache zum Beispiel. Und wenn ich mir dann zusätzlich Aufgaben stelle, die so richtig, richtig viel Action beinhalten, also wo ich viel zu tun habe mit den täglichen Videos zum Beispiel, oder das ist ja das Haupt, der Hauptakt sozusagen, dann habe ich manchmal nicht daran gedacht, dass ich mir auch vielleicht mal was zu essen machen muss oder so. Und es passiert schon ganz schnell, dass wenn ich so im Flow bin, wenn ich da am Machen bin, bei den Bildern oder überhaupt, dass ich relativ gar nicht mehr an andere Sachen denke, sondern dass das dann so läuft. Und mich dann irgendwann, dann denke ich, warum knurrt mir jetzt der Magen? Ach Hilfe, ja, ich habe ja schon länger nichts gegessen. Und dann mag ich eigentlich gar nicht aufhören, weil ich ja auch weiß, dass die Zeit so schnell vergeht. wenn ich da erstmal abbreche und wieder anfange, dann dauert das alles länger als geplant und es ist allerdings so, dass das schon normal zu managen ist, den ganzen Tag über, nur ausgerechnet in solchen Momenten läuft es dann nicht normal. Dann kommen plötzlich ganz viele andere Sachen noch dazu, die überhaupt nicht eingeplant waren, dass mal irgendwas kaputt geht und man auf Handwerker warten muss und das, was ausgetauscht werden muss und alles so Sachen, die dann gar nicht auf dem Plan stehen und viel Zeit kosten. Und dann komme ich schon ins Schwimmen, weil ich klar auch irgendwelche Termine habe und für die wollte ich dann auch immer schon ein bisschen vorarbeiten und habe gedacht, das kann eigentlich kein Problem sein, wenn ich so und so und so mache, dann kriege ich das schon hin. Und wenn man dann gleich zu Anfang so ausgebremst wird, dass man es nicht so und so und so machen kann, dann kriegt man es halt erstmal nicht so schnell hin. Und es wäre aber auch immer noch nicht das Problem gewesen, bis zum letzten Freitag. Der hat mich so richtig aus allem rausgeschmissen, weil ich mit dem Computer Probleme hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das angefangen hat. Es ist nur so, dass dieses Videobearbeitungsprogramm, was ich benutze, eigentlich sehr häufig abstürzt. Also meistens ist es so, dass bei fast jeder Bearbeitung, also bei jedem Video, das ich herstelle, mindestens einmal so ein Absturz zwischendrin ist, der eigentlich dann aber immer so behoben werden kann, dass ich einmal kurz rausgehe und dieses Programm zum Glück auch nicht gespeicherte Sachen vorrätig behält, dass ich da wieder einsteigen kann und dann ging es meistens weiter. Und ich habe dabei allerdings auch schon festgestellt, dass ich einige Sachen, die dieses Programm mir anbietet, in der Herstellung, also wenn ich das Programm schneide, wenn ich das Video schneide und so weiter alles mache, da einbauen kann, aber im Endeffekt, wenn es
gerendert ist oder wenn ich es rendern will, es entweder das nicht macht oder das war mir am Freitag nämlich passiert. Da habe ich eigentlich gedacht, ich könnte Phasen eines Videos, so wie andere das auch machen, schneller laufen lassen. Also, dass ich das Video nicht zerschneiden und zerstückeln muss, sondern dass ich einen bestimmten Teil nehme und den schneller laufen lasse, damit 20 Minuten auf 5 Minuten runtergekürzt werden oder sowas. Und da habe ich gedacht, nein, hast du zwar noch nie ausprobiert, aber es wird ja angeboten hier, also machst du das einfach mal. Und während ich also da am Schneiden und so weiter war und das fertiggestellt habe, was so auch schon relativ lange gedauert hat, weil es ein etwas aufwendigeres Video war, habe ich gedacht, das ist ja super, dann probierst du das einfach mal aus. Und es war in der Vorschau alles toll gelaufen und es war auch eins der Videos, wo ich Musik drunter gelegt habe. Und das hat alles gepasst und war toll. Und dann habe ich es gerendert und habe mich schon gewundert, weil es so einen komischen Sprung hat. Also es zeigt normalerweise an, so und so viel Prozent sind schon gerendert und so und so viel Zeit braucht es noch, bis es fertig ist. Und da war meinetwegen eine Dreiviertelstunde noch angezeigt. Und da habe ich gedacht, gut, dann kannst du dir jetzt erstmal schnell ein Abendbrot machen zwischendurch und was essen und dann ist alles gut und dann hast du das auch geschafft und dann kannst du später noch, oder das war Mittag sogar gewesen, ah, das war es genau, wo ich möglichst früh schon alles fertig haben wollte, damit ich dann weitermachen kann. Ich hatte mir diesen Freitag einfach Zeit genommen, nur für diese Dinge, nur um vorzuarbeiten sozusagen, damit es bei bestimmten Tagen dann nicht hängt, damit ich jeden Tag mein Video hochladen kann, was ich möchte und dass ich schon mal so ein bisschen was vorbereitet habe. Ja, und mittags war das genau. Da wollte ich mir dann was zu essen machen und damit es fertig ist und damit ich nachmittags dann gleich weitermachen kann. Und ich hätte ganz gern auch ein bisschen Tageslicht noch genutzt, weil ich eigentlich, wenn ich da am Tisch sitze, wo ich meine Kunstsachen mache, also Bilder mache und so weiter, da kommt das Tageslicht ganz gut hin und bei Tageslicht ist es doch irgendwie alles ein bisschen besser zu sehen und die Kamera halt, die funktioniert da besser. Und dann habe ich nur kurz hingeguckt und dachte, na jetzt müsste es noch so eine halbe Stunde machen und dann war es plötzlich schon fertig. Und da habe ich gedacht, irgendwas kann da nicht stimmen. Der hat vorhin gerade noch angezeigt, er braucht noch eine Dreiviertelstunde. Und dann war er schwupps irgendwie schon fertig. Das kam mir sehr merkwürdig vor, dass ich sofort mal nachgeschaut habe, ist es dann auch was geworden? Nein, es war nichts geworden. Es war so, dass der Part, der sowieso schon schneller gestaltet war, irgendwie noch schneller gewesen ist. Also das ganze Video, was vorher 9 Minuten gehabt hat, wobei 6 Minuten davon schneller waren, die ich auf schneller geschaltet, oder 5 bis 6 Minuten waren es gewesen, ja. Und die 3 Minuten vorher, die waren sowieso im normalen Tempo geblieben. Und dann ist es so gewesen, dass das, was 6 Minuten war, nur noch 3 Minuten lang war, aber die Musik natürlich hinten raus weitergelaufen ist, dass das alles irgendwie so nicht zu gebrauchen war. Und dann habe ich erstmal so gedacht, Scheiße. Und habe gedacht, hast du da irgendwo einen Fehler gemacht? Und wie man das ja normalerweise denkt, weil eigentlich sollten ja diese Sachen funktionieren. Und habe das Ding einfach nochmal gerendert, habe gedacht, okay, guck's nochmal alles durch, ob alles passt. Und dann habe ich schon gesehen, dass irgendwo komische Sachen zu sehen waren, die da nicht hingehörten, mit Zeitabständen. Also es war schon seltsam, aber ich habe es trotzdem nochmal versucht mit dem Erfolg, dass es genauso gelaufen ist und wieder nichts war. Und ich dann schon dachte, ja, das kennen wir schon, das Wort. Und am Ende, bevor jetzt, nein, in dem Moment habe ich überlegt, weil dieses Programm, diese Software halt sowieso ständig am Abstürzen war, ob ich nicht irgendwie eine andere Software mir mal runterlade und gegebenenfalls, also die ich habe, die
Hat auch etwas gekostet, das war also keine Freeware, aber die war recht günstig. Ich glaube, 30 € oder sowas habe ich dafür bezahlt vor einem Jahr. Ja, ich glaube, ein Jahr habe ich die schon. Und dass ich sowas Ähnliches finde, ich habe, glaube ich, gerade kürzlich auch irgendwo mal was drüber gesehen oder mir angeschaut auf YouTube, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, kannst ja schnell mal gucken, ne, wie man manchmal so ist, kannst ja schnell mal gucken, ob du nicht was anderes findest. Und bin ins Netz gegangen und habe gesucht und mache das einfach so, dass ich schaue, was ist im Angebot und dann gucke, wie laufen die Tests darüber oder was für Beurteilungen haben die bekommen. Und dann habe ich etwas gefunden, habe gedacht, gut. Und dann habe ich immer auch übrigens immer wieder gelesen, Windows Movie Maker 2012 soll ganz gut sein. Das habe ich aber dann noch ganz außer Acht gelassen, weil ich dachte, du hast ja einen Windows Movie Maker und mir ist in dem Moment nicht bewusst geworden, dass mein Exemplar schon wesentlich älter ist. Und ich dachte, das ist immer alles eins. Also, dass da mal was Neues ist, was gar nicht mehr dem entspricht, was ich habe, das war mir in dem Moment gar nicht so klar. Aber das habe ich dann auch erstmal zurückgestellt. Und ich weiß nur, mein Windows Movie Maker, der nimmt Handyvideos nicht. Und ich filme ja außerhalb hier nur mit dem Smartphone. Und ich weiß gar nicht, ob er von der neuen. Also, ich habe eine Microsoft Webcam gehabt, die dann aber vor 2 Jahren irgendwann, als ich wieder mit dem Videomachen angefangen habe, nicht mehr richtig funktioniert hat. Und die konnte ich ohne Probleme damit benutzen. Mit einem Windows Movie Maker. Das wäre schön, ne? Movie Maker. Ja, auf jeden Fall konnte ich das benutzen. Aber seit ich mit meinen Smartphones filme, wenn ich das übernehme, dann sieht der Movie Maker diese Videos nicht. Und dann kann ich natürlich auch nicht den nicht benutzen. Und aus dem Grund ist es dazu gekommen, dass ich mir halt diese andere Software heruntergeladen hatte und gekauft hatte und so weiter. Und ja, und dann habe ich gedacht, gut, dann kannst du ja auch mal eine andere suchen. Und also nicht mehr so lang drüber labern, auf den Punkt kommen. Ich habe dann eine gefunden, die überall sehr positiv bewertet worden ist und auch nicht eine von den teuersten ist, aber schon etwas teurer als die, die ich habe und die auch erstmal eine Testphase hat, wo man sie erstmal frei benutzen kann, was ja auch erstmal ganz günstig ist und egal. Dann habe ich mir die runtergeladen. Ja, dann habe ich mir die runtergeladen und wollte die installieren, woraufhin dieses Programm mir gesagt hat, beim Installierversuch, dass mein Computer dafür leider nicht geeignet ist. Und ich so, nein. In dem Moment ist mir wieder bewusst geworden, dass auch mein Computer schon ziemlich alt ist. Nämlich 7 Jahre mindestens. 8 Jahre? Na, ich sag mal 7. 7 Jahre. Habe ich jetzt auch schon 6 oder 7 Jahre? Nee, ich glaube 7 Jahre. Und ich hatte da ja auch schon Probleme mit. Aber dass es natürlich inzwischen auch schon ganz andere Systeme gibt, nämlich zum Beispiel Betriebssystem. Meiner läuft auf 32 Bit, was für dies eigentlich immer so üblich ist. Und diese neuen Programme brauchen Computer mit 64-Bit-Leistungs. Wie nennt sich das denn? Ach, ich weiß es nicht. Also es ist jedenfalls ja das Doppelte an Geschwindigkeit, nehme ich mal an, oder so. Und dann bin ich natürlich erstmal gedacht, ja, wenn das so ist, dann werde ich anderweitig auch kein Glück haben. Also kannst du das erstmal knicken. Musst dich entweder jetzt damit abfinden, dieses Programm weiter zu benutzen oder was sonst. Und über diese Geschichten ist schon viel Zeit am Freitag verloren gegangen oder der Tag ist logischerweise weitergegangen. Das Tageslicht ist schon langsam wieder verschwunden, weil es hier so, ja, spätestens um 15 Uhr, 15:30 Uhr schon so dunkel ist, dass man sowieso Licht anmachen muss. Heute ist es, jetzt ist es gerade 13:30 Uhr und
Es ist auch heute so dunkel. Heute Morgen war es erst schön, dass ich dachte, wow, super, kann man super filmen. Inzwischen ist es aber schon wieder so dunkel draußen geworden, dass man auch jetzt schon Licht anmacht. Ich muss dazu sagen, dass ich hier auch meine Wohnung nach Osten quasi rausgeht und das Licht, beziehungsweise das verlagert sich im Laufe des Tages so auf die andere Seite des Hauses und so ab Mittag, Nachmittag kommt hier eh ein bisschen weniger rein, als wenn man jetzt eine Wohnung hätte, die nach Westen rausgeht, zum Beispiel, denke ich mal. Na, es ist egal. Auf jeden Fall ist dieser Freitag schon fortgeschritten gewesen und während dieser ganzen Geschichten, die ich da eben versucht habe, ist mir dann noch, ich hab's nicht mehr, ich weiß es nicht mehr genau, also auf jeden Fall ist mir da irgendwie bewusst geworden, durch irgendeine Aktion, die ich gemacht habe, hat mir der Computer angezeigt, dass ich mir was eingefangen habe. Ich dachte, er ist halt ein Virus, es ist aber so ein Hijacker gewesen, habe ich kann mich auch dunkel erinnern, also das war nicht an dem Tag, sondern schon einige Zeit vorher gewesen, dass ich irgendwo mal auf den falschen Button kurzfristig gedrückt habe, dann war es schon zu spät, aber es hat in dem Moment nicht so ausgesehen, als wenn da irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Auf jeden Fall, ach genau, nicht der Computer, also mein Google Chrome, mit dem ich hier ins Internet gehe, war plötzlich nicht mehr Google Chrome. Es hat plötzlich eine andere Maske gehabt. So habe ich es gemerkt. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Und sofort gegoogelt, auch gar nicht über den Computer, sondern über hier. Ich habe ja noch so einen alten Laptop, den ich fürs Internet eigentlich auch nur benutze. Habe ich geerbt von meinem Sohn sozusagen. Der läuft nur noch an der Leitung. Also der Akku ist kaputt, also der funktioniert nicht mehr richtig. Aber so kann man ihn fürs Internet noch ganz gut benutzen. Und dann habe ich da sofort gegoogelt und geguckt, was ist das hier? Und ja, scheiße, eingefangen. Ja, dann musst du dich jetzt erstmal darum kümmern, wie kriege ich den wieder weg? Und während ich das versucht habe, bin ich erstmal wieder auf ein Programm reingefallen, ja, das ist gemischt gewesen. Also guck dann immer sofort, finde ich irgendwas, das mir sagt, das nicht gut ist. Und es gab Hinweise, nein, nimm das nicht, nimm das nicht. Und dann gab es andere, das kann man ruhig nehmen, aber am Ende ist es so gewesen, dass das tatsächlich auch so ein Fake-Programm war, was dich nur verleiten soll, irgendwas zu kaufen und nachher sogar im Abo. Aber zum Glück war ich da dann schon so alarmiert, dass ich nichts mit Ja abgehakt habe, sondern das gleich wieder deinstalliert habe. Ich hatte es auch noch gar nicht richtig installiert. Ich war gerade dabei. Also ich habe es dann wieder runtergeschmissen alles und habe dann aber auch was gefunden, was okay ist, womit ich diesen Mist da erstmal entfernen konnte. Und so ist dieser Tag dahin gegangen. Es ist alles wieder gut gewesen am Ende. Ich habe aber mein Videoprogramm benutzen müssen wieder und habe nur gedacht, du darfst eben nur die Sachen machen, die du schon gemacht hast, wo du weißt, die funktionieren. Und wenn man dann ein Video etwas kürzer haben will, dann muss man es eben in viele kleine Stücke zerschneiden. Ist ja auch egal, funktioniert ja dann auch, wenn das mit diesem blöden Geschwindigkeitsdingens da nicht funktioniert. Und so ist der ganze Freitag eigentlich für so viel draufgegangen, dass ich dann gerade noch mein Video für Freitag etwas verkürzt, kurz vor Schluss, bevor der Freitag zu Ende war, fertig bekommen habe. Und das hat mich so richtig. Ja, nicht direkt geärgert oder so, aber ich hab nur irgendwie gedacht, wie blöde ist das eigentlich alles, dass man auf so viele Dinge achten muss. Und dann ist mir auch in den Sinn gekommen, natürlich, dass ich ja gerade kurz vorher in meinen letzten oder vorletzten Plauderstündchen, nee, ich glaube, das war das letzte sogar, ne, darüber gesprochen habe, dass ich manche Dinge noch habe, die schon so alt sind und immer noch funktionieren und dass es doch okay ist und ich gar nichts Neues brauche. Aber hier, bei diesen Sachen, da ist es wichtig, das ist mir wieder so bewusst geworden jetzt. Das Beste wäre, einen richtig schönen neuen Computer zu haben, der so funktioniert, wie ich das jetzt auch für die YouTube-Videos gebrauchen könnte und auch auf dem aktuellsten Stand ist, was die Technik betrifft und wo man dann eben auch Videoprogramme benutzen kann, die ein bisschen komfortabler sind als das, was ich jetzt habe. Und
Dann kam noch die Sache mit dem Windows Movie Maker. Da habe ich dann gedacht, Moment, dann ist mir wieder eingefallen, da steht ja immer Windows Movie Maker 2012. Vielleicht kannst du ja doch mal gucken, ob man den nicht installieren kann. Vielleicht ist der ja dann ein bisschen besser als der alte. Und habe da noch mal nachgeguckt und dann habe ich auch eine. Ach so, dann habe ich. Ich habe Windows Vista noch hier auf meinem Computer als Betriebsprogramm und als ich dann das runterladen wollte, da hat der mich schon darauf hingewiesen, dass da nur eine Version von 2011 von dem neueren Movie Maker in Frage kommt. Dann habe ich den runtergeladen und wollte den installieren und dann hat der mir auch schon gesagt, mit diesen 32-Bit, das geht nicht, der möchte bitte 64-Bit und ja, und dann habe ich gesehen, dass hier so ein wenn man hier auf Systemsteuerung und System geht, so ein Dingens ist Windows 7 Upgrade, ob man das machen kann. Und das habe ich dann mal ausprobiert. Also da gab es so eine Möglichkeit, so ein, wie nannte sich das? Advisor? Also irgendwas herunterzuladen, was den Computer überprüft, ob das System, was ich hier habe, kompatibel ist mit Windows 7, dass ich das quasi problemlos installieren kann. Und ich habe schon gesehen, ich habe tatsächlich einen Arbeitsspeicher von 4 GB RAM. Das sollte für vieles reichen, weil das ist schon ganz gut. Und auch das andere, was war noch benötigt, weiß ich nicht, aber das hätte auch gereicht. Und dann habe ich, hat er mir gesagt, für Windows 7, für das normale mit 32-Bit irgendwie Dingsbums wäre alles okay, das könnte ich also upgraden. Und dann habe ich aber gesehen, es gibt natürlich auch Windows 7 64-Bit. Dann habe ich da nochmal nachgecheckt und da hat er mir alles Mögliche gezeigt. Das ginge eventuell auch, also die Voraussetzungen wären eigentlich okay, aber man müsste dann ein, wie heißt es jetzt wieder? Es müsste per Hand quasi alles installiert werden und jedes einzelne Programm neu installiert werden. Und da habe ich gedacht, okay, danke schön, das ist jetzt nicht so mein Ding. Und das könnte ich versuchen zu machen, aber das würde dann auch ewig lange dauern. Und wenn es dann schief läuft, dann habe ich Pech gehabt. Dann habe ich gedacht, gut, also bleibt alles erstmal beim Alten. Aber so ist das dann gewesen, dass ich tatsächlich bei meinem alten Programm geblieben bin und seitdem mache ich es genauso, dass ich weiß, es kann nicht viel passieren und dann funktioniert es auch noch einigermaßen. Und ich werde da jetzt erstmal gar nicht weiter drüber nachdenken, sondern einfach so weitermachen. Ich bin ja vorher auch schon so gewesen, dass ich weiß, ich habe nicht die beste Ausrüstung, ich habe keine vernünftige Kamera eigentlich dafür und auch was das nächste sein wird, was ich mir aber anschaffen werde, so Softboxen, dass man vernünftiges Licht wenigstens hat. Die sind teilweise ja, glaube ich, ganz günstig zu bekommen. Ja, auf jeden Fall ist das so freitags so ein Tag gewesen, in die Tonne zu treten. Also der hat alles geschmissen und das hat sich bis gestern, bis Samstag ausgewirkt, dass ich da auch das, was ich eigentlich Freitag schon machen wollte, noch nachholen musste und dann auch erst relativ spät oder ganz, ganz spät mit dem Video für gestern fertig geworden bin. Und jetzt heute hoffentlich funktioniert es. Ich habe mir jetzt also vorgenommen, wenn ich hier relativ früh mit meinem Plauderstündchen fertig bin, das so weit fertig zu machen, gar nicht großartig zu schneiden, sondern gleich zu rendern dann, also ja, ein paar Sachen muss ich schon schneiden, weil ich jetzt auch das Ende von dem Lichtkalender 06, möchte ich ja auch eigentlich noch mit reinbringen und zwar nur ganz kurz, damit es ein kleines Plätzchen auch hat, damit es nicht untergeht, damit ich morgen mit Lichtkalender 07 weitermachen kann. Bekommt es einen Platz, was jetzt am Ende hinten dran gehängt wird, sozusagen, das ist das Finishing von dem Three Golden Dots Bild, was ich ja die letzten 2 Tage gemacht habe. Das war auch so, dass ich eine kleine Pause brauchte. Also wenn ich so größere Sachen mache, dann muss ich auch erstmal ein bisschen Abstand zwischendurch wieder gewinnen, um zu überlegen,
wie soll es jetzt genau weitergehen? Ist das auch alles so, wie du das vorgestellt hast? Und das muss ich dann erstmal so ein bisschen setzen. Deshalb habe ich dieses andere zwischendurch mal schnell gemacht. Das heißt mal schnell, das sind ja auch so Sachen, die mir im Kopf rumspuken und die gerne raus möchten, weil dieses ist mir einfach so vor. Ich habe da ja schon 2 Bilder von fertig gemacht und da habe ich gedacht, da möchtest du auf jeden Fall noch mehr von machen und eine kleine Serie davon machen. Und deshalb ist das entstanden und dieses Bild, was ich halt, Birth heißt es ja, Geburt, es soll quasi, für mich ist es so, die Geburt dieser 3 goldenen Punkte soll es symbolisieren. Und da hatte ich noch so ein paar Feinheiten, die ich in das Video von gestern nicht mehr mit hineinbekommen hätte, sonst wäre das zu lang geworden. Und die schließe ich jetzt hinten nochmal an, dass man dann am Ende auch sehen kann, wie es schlussendlich geworden ist. Und ja, so ist das Leben manchmal. Ne? Da nimmt man sich was vor und dann kommt es ganz anders, als man denkt. Und eigentlich wollte ich heute über Autos reden, aber dann mache ich das nächstes Mal. Okay, alles klar. Dann noch einen schönen Tag, wann auch immer ich dieses Video hochlade, oder vielleicht eine schöne Nacht. Ja. Tschüss.
jetzt mal, oder was? I don't know. Schlappdiwapp, schlappdiwapp, bo, 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 bidu, bo, bidu, bo, 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 bo. Ja, ist mal gut jetzt.